Okay, Kloppy ist schon da, dann wechsle ich mal gleich hier in mein Studio. Und jetzt haben wir die Helvetic Stars gegen FIFA 4 Fighters. Die PCL Liga 4A wird angeführt von Football United, ES Alemannia und Electric Pandas. Die Helvetic Stars waren letztens noch auf dem dritten Platz. Da haben sie 2-2 gespielt und Electric Pandas mit einem Spiel mehr haben gewonnen und sind jetzt auf dem dritten Platz. Also muss jetzt ein Sieg her. Und da komme ich mal gleich zur Aufstellung. Zur Aufstellung der Helvetic Stars. Und die ist voll bestückt. Voll bestückt mit namhaften Stars. Hier sind sie. Buffon Pro Club im Tor. Starabwehrspieler und Abwehrchef Don Lino. Links Vero. Vero ist wieder da. In der linken Innenverteidigerposition. Sie spielen ja mit der Dreierkette. Patrick! Patrick! Junge! Und rechter Innenverteidiger, der neue Abwehrspieler, zu uns gestoßen, zu Helvetic Stars gestoßen. Ein Monster von der NG Alliance. Terror Squad, Kiki. Und im zentral-defensiven Mittelfeld, Pat und Folsuf Paddy. Ich nenne ihn einfach den Patrick, weil Folsuf Paddy hört sich lustig an. Vorne Mattes Borussia am linken Mittelfeld, im rechten Mittelfeld DR90, der im offensive Mittelfeld, der Spielmacher mit der Nummer 21, Io Numara, auf den freue ich mich sowas von. Vorne im Sturm, der Schweizer Pro Winigant mit der Nummer 10 und der Topstürmer der Helvetic Stars, Neuzugang André, unten Strich 2407. Wow! Ich sage Helvetic Stars, FIFA 4 Fighters, los geht's. Los geht's, und das ist nicht die VDL-Liga, sondern die PCL-Liga, da habe ich das schon mal. Die Helvetic Stars, gewohnt in königlich rot, würde ich mal sagen, von links nach rechts. Gegen FIFA 4 Fighters, von rechts nach links in blau. Und Helvetic Stars lassen erstmal den Ball laufen. Ball und Gegner laufen ist die Devise, das ist ja das Spiel der Helvetic Stars. Da ist Numara, Kiki, der Scorpion. Der neue Top-Transfer der NGL1. Numara mit dem Fehlpass. DR90, danke nochmal für deine 10-Euro-Donation. Pat, Numara. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass Numara so ein bisschen in den letzten Spielen gefehlt hat. Der Junge für mich einer der besten Zehner des Teams. Und jetzt mal der Angriff von FIFA 4 Fighters. Fanny, da steht niemand, Junge. Da gibst du direkt den Pass ab an den Star-Abwehrspieler. Der Helvetic Stars, Don Lino. Für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga. Und warum? Achte Spielminute, bisher noch kein Torschuss. Paulisei mit dem Einwurf. Und ich habe ja gelernt vom Fußball, dass man immer nach vorne einwerfen sollte. Und warum die Fans jetzt schon in der 10. Minute bei einem Stand von 0:0 auf Wiedersehen zu singen, ist mir ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Muckhausel, Pass auf links. Jetzt mal vielleicht der Angriff von FIFA 4 Fighters. DR90 mit dem Fuß dazwischen. Pat klärt zum Einwurf. Nina Reni. Mach ihn noch, Junge. Spiel ist gleich vorbei. Fake-Einwurf, kurz gemacht, er geht direkt zum Gegner. DR90 gut gemacht, da ist der Schweizer Pro Winigant. Winigant versucht nochmal abzubrechen, aber das hat der Gegner gerochen. DR90 schnappt den Ball, Numara Übersteiger, Legwerb, Vollsuff Paddy. Gut gehalten, klärt zum Eckball. Die erste Ecke für Helvetic Stars, 14. Spielminute, Kopfball Don Lino. Jungs, nicht in den Konter laufen, nicht in den Konter reinlaufen. Und jetzt muss es schnell gehen für die FIFA 4 Fighters. Felix durch ab und Helvetic Stars ist da. Helvetic Stars hat sich wieder formiert. Das ging zu langsam. Aber im 16er Eddie. Kiki, Junge. Da hat Patrick den Arm hochgehoben, wollte das Abseits haben. Aber nein, nein, das war kein Abseits. Der Linienrichter lässt die Fahne unten. Und Buffon kommt raus, schnappt sich den Ball. Und das ist das Spiel der Helvetic Stars. Und jetzt sind sie die Möglichkeit. Winigant. Das geht schnell, also sollten auch, also die FIFA Fighters müssen aufpassen. Der Angriff der Helvetic Stars geht sowas von schnell.
Ich habe das noch keinem Team bisher gesehen. Noch bei keinem Team. Torwart nach vorne. 1 gegen 1. Tor. Das ist das Ding. Der Helvetikstars. Winigant! Übers Tor. Da hat er die falsche Körperstellung da. Der Körper muss runter, Junge. Dann geht der Ball auch rein. Das war der erste Torschuss. Ne, der zweite. Der zweite Torschuss. Der erste, der übers Tor geht. Den ersten hat der Keeper gut pariert. Und das war ein Fehlpass. Mattes Borussia. FIFA Vorfighters. Fehlpass geklärt. Einwurf. Umberto Carlos sagt, den muss er machen. Freue mich auf die 37. Minute. 1-0. André dann. Oh, Kloppi. Ist ein Tipper. 21 Minuten sind gespielt noch etwa. 24 Minuten auf der Uhr bis zur Halbzeit. Jetzt die Möglichkeit. Kiki, gutes Stellungsspiel, Junge. Gutes Stellungsspiel. Der Kiki hat ja seinen Spitznamen des Skorpion durch ein Skorpion-Tor, den er in der 94. Minute gemacht hat bei einem wichtigen Spiel. Doppelpass. Abschuss, Dumara! Eckball. Und die Helvetikstars kratzen am 1-0. Fadi versucht den langen Ball, aber Mattes Borussia ist da. Der Junge ist etwas kleiner, deshalb nicht bei der Ecke vorne mit dabei. Da sind große Spieler wie Don Lino, wie Kiki und wie sie auch alle heißen. Vero war auch mit vorne, habe ich gesehen. Mattes Borussia mit... Wow! Jansen! Danke dir für 10! Danke dir! Da verpasse ich fast das Tor, Vero! Gut gemacht, Junge! Vielen lieben Dank für deine 10 Euro Donation! Danke dir, Sister! Du bist sowas von nice! Du bist sowas von nice! Vielen lieben Dank! Flanke kommt rein! Mattes Borussia! Direktabnahme! Das war mal ein guter Versuch! Guter Versuch! Sister! Vielen lieben Dank für deine 10 Euro Donation! Danke dir! Du bist der absolute Wahnsinn! Du hast mich als Kind immer bekocht und jetzt noch mit Donations unterstützt. Super. Die beste Schwester, die man sich vorstellen kann. Numara! Aus der zweiten Reihe. Wow, ich komme gar nicht zum Kommentieren, weil ich hier mit Donations weggepustet werde. Milchanta. Hey, Milchanta. Kopfball. Winigant. Zu ungenau. Schüsse. Helvetikstars 7. Vorfighters 1. Das sagt mal alles. Milchanta, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Freut mich, dich zu sehen, Bro. Wie geht's dir denn? Erzähl mir, wie es dir geht. Erzähl mir einfach, wie es dir geht. Vielen lieben Dank, Johnson, nochmal für deine 10 Euro Donation. So, das ist jetzt die Möglichkeit. Das Spiel verlagert auf rechts. Schöner Seitenwechsel. Pass in die Spitze. Don Lino ist da. Don Lino ist da. Einfach wird's nicht. Pass auf außen. Kommt die Flanke. Die Flanke kommt. Der Reingabe. Aber Buffon, um Buffon zu bezwingen. Und das habe ich vorhin gesagt. Das lange Spiel der Helvetikstars. Aber das haben die FIFA-Vorfighters diesmal gerochen. Und stellen sich ganz tief auf. Jetzt erstmal das Spielaufbau. Noch etwa 7 Minuten zu spielen bis zur Halbzeit. Klar, natürlich. Der Stadionsprecher wird uns gleich ansagen, was der Schiedsrichter oben drauf gibt. 2-3 Minuten müssten es geben, meiner Meinung nach. Shushi, moin. Wie geht's dir, Junge? Vor der Halbzeit vielleicht noch das 1-0. Kiki. Abgefälscht. Gut gemacht. Numara. Da ist Numara am Ball. Verliert den Ball. Was ist denn mit Numara los? Das war der zweite. Kiki abgeblockt. Buffon ist da. Noch etwa 2 Minuten bis zur Halbzeit. Nein, die Jungs gehen nicht duschen. Die Jungs gehen nicht duschen, aber das ist mal ein Fehler, den ich nicht so oft gesehen habe von Buffon. Patrick, gutes Stellungsspiel. Numara. Numara, Doppelpass. Und das ist das Spiel der Helvetikstars. One-Touch-Football. Wie im Englischen. Es sind ja Schweizer. Die Helvetikstars kommen aus der Schweiz, aber die haben das Spiel der Engländer antipaziert. So, der Stadionsprecher sagt uns gerade, 3 Minuten gibt es oben drauf. Und jetzt nochmal die Möglichkeit in der ersten Halbzeit für die FIFA Vorfighters. Und wir sind jetzt über der Nachspielzeit. Der Schiri wohl seine Pfeife vergessen. Nein, er hat sie noch. Und das war die erste Halbzeit. Und ich gehe mal wieder in mein Studio
Und mach mal hier meine Wahnsinnsmucke an. Auf jeden Fall nochmal. Mehr kommen von den Helvetic Stars. Los geht's, zweite Halbzeit. Hey, Sima! Freut mich, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hier, kriegst du mal ein Mr. Prime und Sima Herz. Wir haben 29 Zuschauer und Sima höchstpersönlich ist dabei. 0:0 immer noch Helvetic Stars. Prime-Tipp war 3:0 von Kloppy. Grüße zurück. Zweite Halbzeit. Und jetzt muss mal Winigant und André. André hat ja nicht so viele Torchancen. Ich glaube gar keinen. Winigant hatte zwei Großchancen. Beide liegen lassen, aber er macht trotzdem ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. André, gut gemacht. Wieder nach hinten das Spiel aufgebaut. Nicht hektisch nach vorne. Und da ist der Topstürmer André nochmal am Ball. Numara, Fehlpass. Junge. Bist du bei dem Gedanken bei deiner Ex? Wach auf, Numara! Ich hab dich gerade gelobt, du bist einer der besten Zehner, die es gibt. Wach auf! In Alaska, USA ist eine... Wow! Johnson! Danke dir für deine nochmal fünf. Vielen, vielen Dank. Sister, du hast schon genug donated. Danke dir, wow. Und jetzt die Möglichkeit. Winigant! Nachschuss und nochmal. Was ist mit dem Torwart los? Der spielt den Panther. Wow. Also, Winigant gegen den Torwart. Er steht 5 für den Torwart. Junge, du machst ein richtig gutes Spiel. Oh, ich kriege soeben die Nachricht, dass sich der rechte Verteidiger vom FIFA Vorfighters verletzt hat. Kiki ist da. Dorlino klärt zur Ecke. Noch etwa 32 Minuten zu spielen und XC1 hat sich verletzt. Kurz ausgeführt, da ist keiner der Helvetic Stars. Den haben sie nicht. Damit haben sie nicht gerechnet. Kiki. Der 90. Wow, war das nicht Elfmeter? War das nicht Elfmeter? Der 90 haut da jemanden im Strafraum um. Der Schiedsrichter, der 5 Meter daneben stand, hat das nicht gesehen. Winigant, Patrick, Numara kommt da nicht ran. Da ist André. Und da könnt ihr mal sehen, wie André respektiert wird vom gegnerischen Verein, der mit 3 Mann gedeckt wird. Der mit 3 Mann gedeckt wird. Wow. Über links. Hereingabe. Vero, gut gemacht, Junge. Kali. Mathis Borussia. Hat aufgepasst. Patrick, Fuß dazwischen. Und jetzt ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Die FIFA Vorfighters werden mutiger nach dem einen Angriff. André, Numara, da ist Winigant! Das war abseits. Los, Kiki, sagt Johnson. Ja, Kiki ist der neue Star-Abwehrspieler. Der Helvetic Stars kam von einem NGL1-Team. Von Terror Squad. Kiki, der Top-Neuzugang. Die Helvetic Stars haben ja im Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. André, Patrick, Umberto Carlos, Kiki. Und wen sie noch alles geholt haben. Mathis Borussia kam auch noch. Da gibt es eine ganze Liste voller Stars. Der Helvetic, für die Helvetic Stars, das reibt sich sogar. Schöner Ball in die Spitze. Gut abgelaufen von Kiki. Der ist abgefälscht. Es gibt einmal Abstoß. Und noch etwa 20 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Ballbesitz 51% für die Helvetic Stars. 49%. Also ziemlich ausgeglichen, würde ich mal sagen. Aber für mich, Helvetic Stars, die bessere Mannschaft, kontrollierter. Hier dieser One-Touch-Football, aber Winigant. Da verspringt ihm der Ball zum Einwurf. Langer Einwurf. Kiki. Kiki ist fast 2 Meter groß. Also gegen den gewinnst du kein Kopfballduell, würde ich mal sagen. Ich auf jeden Fall nicht mit meiner 71 Größe. Der 90 gut den Ball erobert. Winigant ist da. Der 90 nochmal am Ball. Aber der dritte war dann schließlich zu viel. Der Junge kann ja vieles, aber nicht alles.
so gut wie alles, aber nicht wirklich alles. Drei Mann sind bei einem Zweikampf. Selbst für einen sehr, sehr zweikampfstarken Mann wie der. 90 zu viel, Buffon. Junge, du bist da, wenn man dich braucht. Numara versucht den Pass in die Spitze. Fehlpass. Helvetikstars immer noch im Ballbesitz. DR90. Doppelpass. Schön das Spiel verlagert in die Zentrale. Winigand versucht den Abschluss. Und war das kein Foul? Also, da berührt er nicht den Ball. War das kein Foul? Für mich war das Foul. Junge Schiedsrichter, für mich war das Foul. Und da gab es mal eine, also Unstimmigkeit in der Abwehr. Es gibt Eckball. 10 Minuten noch. Ramon CLS. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Du bist arbeiten und schaltest ein, Junge. Junge, du musst arbeiten. Mehr arbeiten. Aber danke. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Aber ich will dich nicht bei deiner Arbeit stören. Hab mich am besten auf Laut und Buffon. Patrick klärt von der Linie. Ich glaube, Buffon wäre da nicht mehr rangekommen. Und ich bin der Meinung, wenn Buffon da nicht rankommt, kommt da niemand ran. 8 Minuten noch. 8 Minuten und das ist jetzt die Möglichkeit. Der Ball zappelt im Netz, aber der Schiedsrichter, der Linienrichter sagt nein, nein. Hebt die Fahne. Da gibt es Abseits für. Da gibt es Abseits für. Buffon kann auch Fußball spielen, das wissen wir. Seit Manuel Neuer gibt es ja die modernen Torhüter, die auch Fußball spielen können müssen. André in die Spitze. Etwas zu lang der Ball. Die Abwehr passt auf. Und mit dem schwarzen Balken habe ich nichts zu tun. Beschwert euch bitte alle mal bei Winigand, dass er meine Benachrichtigung ausschalten soll. 4 Minuten noch. Und dann gibt es die Nachspielzeit. Numara, Winigand! Numara! Wow! Also ich habe ihn schon drin gesehen. Kloppi sagt viel Erfolg dem nächsten Prime-Tipper. Der Prime-Tipp war ja 3-0. 10 Euro PSN-Karte für Kloppi. Wenn es bei einem 3-0 bleibt, aber 88. Spielminute. Ich glaube nicht, dass die Helvetikstars jetzt noch schaffen, 3-0 zu gewinnen. Das war Abseits, das war Abseits. Herr Schiedsrichter. Herr Schiedsrichter. Patrick. Okay, wir kriegen soeben die Nachricht. 3 Minuten Nachspielzeit. Die Annahme von Winigand. Schönes Ding, Junge. Wow. Habt ihr die exzellente Ballannahme gesehen? In der 91. Spielminute und der Tanzamba. Woo. Schönes Tor. Schönes Tor. Winigand, der Schweizer. Junge, übermotiviert. Du darfst da nicht rangehen. Verdient, sagt Humberto Carlos. Das war mal echt ein schönes Tor. Und Pat haut den Schiedsrichter um. Dank für Gips. Junge, hör auf zu meckern. Ich kenne den Schiedsrichter da, wo es glatt rot gibt. Wenn Sima der Schiedsrichter wäre, gibt's da glatt rot. Sima versteht da keinen Spaß. Starker Pass, so sieht's aus. Das war mal ein Zuckerball. Zuckerball auf Winigand. Und Junge, Jungs, nicht das 1:1 kassieren. Nicht das 1:1 kassieren. Kiki. Nachspielzeit ist vorbei. Die Helvetikstars gewinnen mit 1:0. 1:0. Ich muss mal leiser machen wegen der Copyright-Musik. 1:0 gegen die FIFA Vorfighters. Und sehen wir jetzt erstmal noch ein paar. GG, so sieht's aus. Was für eine Vorlage, so sieht's aus. Wow. Winigand, zeig mal Spielhöhepunkte. Ich würde mal gerne mal die Spielhöhepunkte sehen. Haben wir noch Zeit dafür? GG gibt's auch von mir. Ich sage einfach mal GG Sucuk. GG Sucuk, ja. Ja, nein, nicht nur dein Tor. Aber das war mal sowas von schön gemacht. Sowas von schön gemacht. Von wem war denn die Vorlage? Müsste Patrick gewesen sein. Wow, schaut mal die Ballannahme. Die Ballannahme, Sergio Gnabry, danke für dein Follow. Und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag. Exzellente Ballannahme, wow. Okay, das will ich nochmal sehen. Schaut mal Winigand. Winigand, wie er dem, das ist kein Abseits, wie er dem Abwehrspieler entwischt. Junge, du bist der absolute Wahnsinn. Und schaut mal jetzt bitte diese Ballannahme. Per excellence. Das ist schon pervers. Das ist schon pervers in der 90. Spielminute. Okay,
Ich hoffe, ich gehe mit meiner vulgären Ausdrucksweise niemanden auf den Keks.